Liebe Gäste, herzlich willkommen auf Ihrer virtuellen Genussreise. Was unsere Gäste normalerweise innerhalb von 3-4 Tagen vor Ort erleben, essen und trinken, all die Köstlichkeiten, die Sie probieren, die werden Sie heute im Rahmen unserer virtuellen Genussreise gemeinsam mit mir erleben. In Ihrer Genussreisen-Erlebnisbox, die Sie vor einigen Tagen per Post nach Hause geschickt bekommen, gibt es ganz viele leckere Spezialitäten, die Sie so nicht wirklich überall einkaufen können. Liebe Gäste, ich werde Sie nicht alleine heute durch die schönsten Hotspots Italiens begleiten, sondern habe tatkräftige Unterstützung dabei. Er ist derjenige, der den Käse für euch kreiert, beziehungsweise diesen Almkäse für euch ausgesucht hat. Du bist aus deinem Käsebunker, könnte man ja sagen. Ja, dort, wo der Käse reift, so lecker schmeckt, zugeschaltet. Schön, dass du Zeit gefunden hast für uns. Jetzt wird es warm bei uns und hier im Käsekeller ist fein kühl, fein feucht und jetzt fühle ich mich richtig wohl. Ich werde Ihnen heute ein bisschen über die Südtiroler Käsetradition und speziell über diesen ganz speziellen Alpkäse was erzählen und selbstverständlich auch degustieren. Der amtierende Weltmeister-Sommelier Eros Terboni. Eros, oh, du siehst sehr hübsch aus. Mein Gott, bist du fesch heute. Schön, jetzt nicht so hübsch, nicht so hübsch wie du, aber ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich komme vom Garten direkt, aber ich habe schon einen sehr trockenen Hals und Gaumen. Ich freue mich schon auf die Verkostung. Da ragazzi. Ci trovavamo tutti i giorni nello stesso posto, senza il bisogno di darci appuntamento. Siamo cresciuti insieme, proteggendoci dal mondo. In Italien sagen wir alla salute. Aber den sollten wir jetzt rausholen, eventuell auf einen Käsebrett und dann den nebenbei ein bisschen beobachten, weil der sieht ja ganz toll aus, die schöne strahlend gelbe Farbe. Toskana liegt nicht in Italien, sondern Italien liegt in der Toskana. Die Stadt ist so faszinierend dank der Geschlechtertürme, die wir im Hintergrund und jetzt im Vordergrund sehen. Das ist die Manhattan Italiens, kann man sagen. Und Sie sind gut mit der Box zurechtgekommen, beziehungsweise mit der Dose. Sie ist geöffnet und vielleicht haben Sie schon auch die ersten Schinken, so wie ich das hier gemacht habe, nicht um die Finger, sondern um ihre Dinkelgrissinis. Ich habe tatsächlich einen tollen Film vorbereitet. Es geht um den Schinken. Und Andrea, wenn du Lust hast, erzähl uns, was wir hier sehen und was ist das Besondere an diesem San Daniele-Schinken. Das ist eine wahre Schweinerei, die hier betrieben wird. Verliebt in dieses Land. Wir sehen hier die Lagune. Italienischer Espresso dürfte ein klares Thema sein. Hier eine typische, ja übrigens, das ist Il Martorinese in Triest. Eine typische Espresso-Bar. Ganz, ganz toll und noch original erhalten. Vielleicht kommen wir auch nach Südtirol. Und wenn es so ist, liebe Gäste, machen Sie unbedingt Halt in der Nähe von Brixen, in der Werkstatt von Hansi Baumgartner. Lieber Hansi, ich habe ja schon das Bild von dir und von deiner lieben Frau, von Edith, eingespielt. Ja. Bevor wir über deinen Beruf sprechen, ich würde ganz gerne dich bitten, dass du den Käse vorstellst. Gehen wir über zu Sensorik, nicht? Weil das ist auch ganz interessant, das kann man so ein bisschen vergleichen mit einer Weinprobe. Biblia pauperum, das bedeutet die Bibel der Armen. Denn im Mittelalter, es gab keinen Unterschied, egal ob alt oder reich, keiner konnte wirklich lesen. Und dann hat der Pfarrer etwas ganz Einfaches gemacht. Er nahm seine Schäfchen bei der Hand, nahm sie mit in den Kreuzgang und erzählte anhand der Fresken, die gemalt worden sind, die Geschichten aus der Bibel. Manche von Ihnen werden jetzt ganz eifrig nicken und sagen, ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Im Herbst denke ich sehr gerne an die Zeit des Törgelens. Und diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, empfehle ich unbedingt. Denn mit Freunden und mit der Familie bei einem Gastwirt ein oder zwei oder mehrere Gläser Wein zu trinken, am besten natürlich einen schönen Rotwein und dazu die reifen, frischen, über das offene Feuer gemachten Kastanien zu genießen, ist ein ganz, ganz besonderes Lebensgefühl. Und wie sich das anfühlt, zeige ich Ihnen in diesem Film über den Törgelens.
Tögelen in Südtirol. Sie fragen sich vielleicht, was ist alles Leckeres und Köstliches in dieser La Perla Schokoladentrüffel eingearbeitet worden? Ein unerwartetes Land. Und jetzt die Schlösser, wo die Weinkultur sich befindet. Ne? Das ist die südliche Seite meiner Region. Haben Sie schon mal jemals eine Trüffeljagd mitgemacht? Und wissen Sie, liebe Gäste, was er gemacht hat? Er hat die erste Trüffeluniversität für Trüffelhunde gegründet. Sie hören es richtig, für Trüffelhunde. Der Gianni ist fast ein Schauspieler geworden. Er ist unter den bekanntesten Trüffelsucher Trifolao, nicht auf Italienisch bitte, sondern auf Piemontesisch, auf Dialekt. Und er ist unter den bekanntesten Trüffelsucher Piemonts und fast Italiens. Es war schön mit Ihnen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben gerne zugehört und ganz wichtig, die Zutaten aus der Genussreisen-Erlebnisbox haben Ihnen geschmeckt.